Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Parfüm Dreams Men Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe eben mit Erschrecken festgestellt, dass ich den noch gar nicht ausgepackt habe, denn der stand noch bei meinen anderen noch nicht ausgepackten Adventskalendern und ich hatte gedacht, ich hätte ihn schon ausgepackt. Habe ich nicht, steht hier. 49,95 € habe ich dafür ausgegeben und ich finde den schön. Ne? Ich mochte die letzten Jahre, das habe ich auch bei der Frauenvariante gesagt, das hochkante Design doch ein bisschen lieber irgendwie. Ne? Aber es ist ein schönes Design. Wir haben hier so einen Hirsch drauf, wir haben dieses Goldgrün, voll schön. Und auch wenn wir jetzt schon im Dezember sind, ist es doch vielleicht so eine kleine Geschichte, dass man sich eventuell überlegen könnte, ob man den dann fürs nächste Jahr vormerken möchte oder eben nicht. Ich gucke jetzt mit euch zusammen rein und schaue, ob er seinen Preis wert ist. Edel, edel, sprach der Wedel. In der Nummer 1 haben wir direkt mal was von Job drin. Job um Eis. 50 ml von einem Duschgel. Oh je, ich hoffe, wir haben nicht allzu viele Duschgele hier drin, denn das ist immer so eine Sache. Wenn die Adventskalender-Packer nicht unbedingt wissen, was sie reinpacken sollen, nehmen sie im Zweifel immer ein Duschgel. Das riecht schon mal sehr angenehm. Ein Eisduschgel ist jetzt nicht unbedingt was für meinen Freund, weil der nicht dieses Kühlende auf dem Körper mag. Aber ich weiß, dass viele andere aus meiner Familie sowas mögen. Gerade wenn sie so frisch vom Sport kommen und man noch so richtig, in einem richtig heiß ist, ne, macht das durchaus Sinn. Eiwatzöit, ne? In der Nummer 2 haben wir von Rituals eine Gesichtscreme von Ritual of Samurai. Anti-Age Energy 5 ml. Ja, da kommst du vielleicht mal ein paar Tage mit hin. Aber wenn ich bedenke, wie wenig Creme mein Freund verwendet, würde das wahrscheinlich für ein Jahr bei ihm reichen. Die Nummer 3 ist ein super praktisches Produkt, denn hier haben wir ein Deo drin. Und zwar in so einer kleinen Reisegröße von Nivea. Dry Active, Antitranspirant, Antibakteriell, 48 Stunden, Dreifachschutz, Rampampam, 35 ml haben wir hier drin. Mein Freund freut sich vor allem über Deos in Boxen und in Adventskalendern. Also von daher ist das hier bislang, sage ich mal, so das Top-Produkt für meinen Freund. Oha, ja, in der Nummer 4 geht es weiter mit einem Duschgel. Ist ein gutes von Ahava, dieses Dead Sea Water Mineral Schauergel, 40 ml. Aber ja, okay, die Nummer 4 und das zweite Duschgel läuft. Ja, ich mag den Duft, ne? Ist schön aquatisch. Wow, am Tag vor Nikolaus, der Nummer 5, geht's mit Barbour weiter. Dr. Barbour, Hydrocellular Hyaluron Cream, 15 ml. Ja, das hatten wir, ne? Das kann man nicht anders sagen. Das ist fantastisch, ist ein Unisex-Produkt. Könnte Frau dem Mann dann natürlich auch mopsen, wenn er immer noch nicht geschafft hat, sein Gesichtsgedünsten aus der Nummer 2 auszupacken oder zu verwenden. Aber ja, kann man auf jeden Fall gut verwenden, ist eine sehr hochpreisige Marke. Schön, zu Nikolaus bekommt der Mann ein Parfum. Das finde ich klasse, das passt ganz gut. Aqua di Parma Barbiere, 5 ml, steht hier drauf, Barbiere, ist das die Duftrichtung? Das finde ich ziemlich witzig. Ist wahrscheinlich so ein Sammelflakon, die werde ich, ja, das kannst du leider nicht sprayen, ne? Werde ich dann tatsächlich auch aufbewahren für ein Parfüm-Miniaturen-Adventskalender, wobei da kommen nur weibliche Düfte rein. Denn auch das werde ich nächstes Jahr dann wieder verlosen, ist klar, ne? Aber ja, sowas kann man umfüllen in so Sprüher, weil 5 ml ist schon eine schöne Größe, ne? Um das dann halt umzufüllen und in einen, ja, da gibt es extra so Viecher, kann man kaufen für 5 € oder so. Und dann kann man solche Produkte dann auch richtig aufsprühen und das ist schöne, nein, das ist ein Bartserum. Okay, ich dachte, das wäre ein Parfum. Bartserum. Okay, es ist ein Bartserum. Ich rede hier irgendwas von Parfum. Na gut, dann ist es ein Bartserum. Ist dann natürlich für meinen Freund zum Beispiel ganz cool, weil der einen Bart hat. Aber für Männer, die keinen Bart haben und den Adventskalender bekommen, ist es schade. Das redet sich immer Parfüm hier. In der 7 haben wir das nächste Duschgel drin. Das ist von Laura Biagiotti Roma Uomo. Ja, 50 ml sind hier drin. Das riecht jetzt schon fantastisch. Und ich glaube, meinem Freund wird sowas, also wird das hier auch gefallen. Weil das riecht genauso, wie er gerne Duschgele mag. Ne? Aber hey, es ist jetzt echt schon das dritte Duschgel. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier hat der Mann tatsächlich leider nur eine Parfümprobe drin. Ja, Montal Paris. Ich glaube, das ist aber eine sehr hochpreisige Parfümmarke. Arabians Tonka. Tonka ist ein schöner Duft. 2 ml ist hier drin enthalten. Aber Parfümproben, da meckere ich gerne. Und da meckere ich immer weiter. Nicht als alleiniges Produkt in einem Adventskalenderkläppchen, Leute. Das ist nicht gut.
Nein, in der Nummer 9 darf der Mann sich über eine weitere Gesichtscreme freuen, und zwar von Biotherm die 4 Supreme Youth Architect Cream. Und hier sind 5 ml drin enthalten, ist ein kleiner süßer Tiegel, auch das einfach mal zum Ausprobieren. Man wird da keinen Langzeitwirkungsgedünsten haben, wenn du halt nur so kleine Pröbchen von Gesichtsprodukten drin hast. Aber um zu schauen, ob es einem vom Duft her, von der Verträglichkeit her gefällt, ist es schon gar nicht so verkehrt, ne? Und ja, es ist nur ein 50-Euro Adventskalender. Da gibt es ja auch hochpreisigere von Biotherm, Lancôme und Co., ne? Also von daher ist okay. Und es ist teuer. Also von daher ist es sowieso okay. Die Nummer 10 ist ein riesiges Kläppchen gewesen und dreimal dürft ihr raten, was drin war. Safe! Ein Duschgel! Die war dann, ey. Ist eine Miyake. L'eau de Sel pour Homme, ein Duschgel, 200 ml, das dürfte eine Full-Size sein. Sowas ist nicht günstig. Okay, okay, aber Leute, hier, viertes Duschgel ist am Start. Ja, es riecht gut, ne? Aber so sehr stinkt mein Mann nicht, dass er jetzt eigentlich nur einen Duschgel-Adventskalender bräuchte. In der Nummer 11 haben wir ein Parfümöl drin. Das kann man sich dann wahrscheinlich schön so hinter den Ohren auftragen oder an den Handgelenken. Und Parfümöle sind eigentlich dafür bekannt, dass sie ein bisschen länger haltbar sind. Musk by Alyssa Ashley Perfume Oil 5 ml. Das ist ein Unisex-Duft. Ja, und dann ist es auch okay, wenn es kein Sprayer ist, sondern halt tatsächlich so ein Öl. Das finde ich interessant, weil das einfach mal eine etwas andere Textur ist. Und deswegen finde ich das Produkt cool. Auch zur Halbzeit erwartet der Mann selbstverständlich ein Duschgel. Aber das kannst du auch für die Haare mitverwenden. Und es ist von S. Oliver Follow Your Soul Schauergel und Shampoo, 75 ml. Rieche ich jetzt so nicht viel raus, ne? Ja, was ist viel Duschgel. Also wenn ich gleich meinem Freund hier zeige, was in dem Adventskalender drin war, dann wird er lachen. Echt. Am 13. Dezember darf der Mann sein Gesicht waschen. Das ist doch schon mal ganz nett. Mit einem Kiehl's-Produkt, das Facial Fuel Energizing Face Wash Gel Cleanser for Men. 30 ml sind hier drin enthalten. Was ich hier auch sehr positiv finde, ist, dass wir hier so ein Hochklappvieh haben. Und das kannst du dann einfach besser anwenden. Das ist ein gutes Produkt. Ja. Am 14. Dezember gibt es was von American Crew. Und hier steht irgendwas mit Fiber drauf. Und das sind eigentlich Fasern. Keine Ahnung. Mit irgendwelche, keine Ahnung, Pliable Fiber with High Hold and Low Shine. Also wahrscheinlich irgendwelche Faserviecher. 50 Gramm sind hier drin enthalten, würde ich jetzt persönlich sagen, dass das für die Haare dann sein wird, ne? Joa, mit Fasern. Sehe ich Fasern? Ich sehe keine Fasern. Seht ihr Fasern? Nee, ne? Ja, mein Mann hat jetzt auch nicht so wirklich Haare. Ich glaube 3 ml oder so, riecht sehr gut. Milliliter vor allem, Millimeter. Deswegen, das wird weiter wandern. In der 15 haben wir ein sehr praktisches Produkt drin, und zwar ist das so eine Pinzette. Und Pinzetten gehen immer, finde ich, ne? Also ja, ich habe es schon oft erzählt, haben wir überall liegen. Mein Freund hat so Modellbaugedönsen und Lego-Gedönsen, und ich habe auch überall Pinzetten. Jeder hat hier seine eigene Pinzette irgendwo rumfliegen und jeder verliert seine Pinzetten auch ab und an mal. Ich habe mich schon gefragt, wann das erste Produkt von Sebastian Professional um die Ecke kommt. Jetzt in der Nummer 16. Oder Professional Sebastian 50 ml The Multitasker Hair Beard Body Wash. Also quasi Haare, Bart und Körper. Und hier sind, 50 ml sind hier drin. Ist ein schönes Produkt, haben wir öfters mal in Adventskalendern drin. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und verwenden. Aber hey, es ist schon wieder was zum Waschen. Oha, und die obligatorische Zahnpasta ist in der Nummer 17, Marvis, ja, mit Zimt, 10 ml. Ich weiß gar nicht, wer das war. Irgendeine andere YouTuberin hat gesagt, dass sie die Marvis-Zahnpasten halt hart feiert und vor allem die mit Zimt. Ich persönlich habe die schon mal verwendet und ich fand es grausam, diesen Zimtgeschmack im Mund zu haben. Ich brauche es halt wirklich frisch. In der Nummer 18 bekommen die Männer eine Körpercreme von Acqua del Garda Italy. 30 ml sind hier drin enthalten. Ja, auch das ist so eine Jahresgröße für meinen Freund. Ja, riechst du so erstmal nichts raus, ne? Ist okay, aber tatsächlich die erste Körpercreme hatten wir sonst noch gar nicht da, ne?
Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche und hier wird's richtig gemacht. Hier haben wir eine Parfümprobe mit was anderem drin. Das ist Scotch and Soda Eau de Toilette Men Amsterdam Couture und da sind 2 Milliliter drin enthalten. Also so finde ich Parfümproben auch echt vollkommen in Ordnung, wenn die halt in Kombination kommen mit einem weiteren Produkt dort aus der Reihe und hier ist das Produkt drin. Ich guck mal eben, es ist aber leider kein Sprayer, sondern so ein Dipfee. Finde ich persönlich immer etwas schwierig, ne? Und dann habe ich hier natürlich ein Duschgel dazu, 100 Milliliter. Ja, ne? Also ich glaube, dass das auch ein Produkt ist, wo mein Freund gleich zu greifen wird, weil es optisch schön aussieht. Riecht auch sehr, sehr angenehm, also das definitiv, ne? Sowas finde ich auch schön in einem Adventskalender. In der Nummer 20 haben wir von Kneipp eine glückliche Auszeit. Das ist ein Massageöl und sowas kann man gut reinpacken mit rotem Mohn und Hanf. 100 Milliliter sind hier drin enthalten und sowas kann man dann zur Körpermassage verwenden. Doch, finde ich schön. Also das ist, ne, das muss man auch lobend erwähnen, dass man da halt auch mal so ein bisschen was anderes mit drin hat und darüber freut man sich halt auch. In der Nummer 21 haben wir wieder was zum Saubermachen von American Crew, aber das ist ein Shampoo. Und das war ein Reim, das war bewusst so gesagt. 100 Milliliter von einem hydratisierenden Shampoo und ja, ne, für die Haare, ja. Also auch wenn mein Freund nur 3 mm hat, verwendet er trotzdem Shampoo und das finde ich gut, weil die Kopfhaut hat halt auch eine etwas andere Bedürfnisgeschichte als der Körper. Da muss man etwas sensibler rangehen. Es riecht aber sehr minzig, das wird nichts für ihn sein. Ne, das ist eher mentholig, also das ist nicht so, hier steht es auch drin drauf, Mint Fragrance, ne? Die Nummer 22 möchte ein bisschen etepetete sein, denn das ist von Shiseido Men, Ultimune Power Infusing Concentrate, das ist einfach eine Triple Tsubaki Technology mit 10 Millilitern, ha, wow. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Serum dann quasi ist, also sprich etwas, was man unter die Gesichtscreme aufgibt, oder ob das etwas ist, was man quasi dann alleine trägt. Ich persönlich würde bei einem Concentrate, also das gibt es ja auch in Rot für Frauen, ne? Das trage ich persönlich als Serum. Und ich glaube, dass das auch so gedacht ist für den Mann. Und ja, das soll dann nochmal Energiekick geben. Finde ich schön. Doch, das finde ich echt schön. Am Tag vor Heiligabend darf der Mann nochmal duschen gehen. Aber mit Versace. Hallöchen, das ist sehr, sehr krass. Eros. Mhm. Ja, ein Duschgel mit 100 Millilitern. Finde ich sehr schön, sehr edel. Wir hatten jetzt in Frauen-Adventskalendern oft mal diese Parfümminiaturen von Versace mit drin. Und ich finde es echt toll, dass hier ein Duschgel von Versace drin ist, muss ich ehrlich sagen. Und es riecht auch sehr angenehm, sehr aquatisch. Das mag ich gerne leiden. Und das feiere ich. In der Nummer 24 haben wir einfach mal ein Full-Size-Parfüm drin. Ne? 30 Milliliter von Tabak Original Eau de Cologne Natural Spray. Das wird jetzt nicht so super hochpreisig sein, aber ich finde es toll, dass wir das in der 24 drin haben, denn das macht einen sehr guten Eindruck und ich glaube, dass der Mann, der den Adventskalender öffnet, sich darüber auch an Heiligabend freuen wird. Finde ich schön. Doch, das ist gut. Riechen. Sie riecht an einem Flakon. Natürlich riecht das nach nichts, aber ja, finde ich gut. Das Resümee dieses Adventskalenders ist, dass der Mann am Ende des Öffnens des Adventskalenders definitiv sauber ist. Das ist schon mal positiv, ne? Er wird auch gut riechen, er wird auch entspannt sein durch die Massage und ja, auch gut gestylt sein, ne? Finde ich. Also, ich finde es ein bisschen viel mit dem Duschgel, wirklich, ne? Also da hätten die vielleicht auch eine Parfüm-Miniaturgeschichte reinpacken können, wobei ich glaube, dass Männer das nicht so hardcore feiern, wie wir Frauen das feiern. Man hätte ein bisschen mehr Auswahl reinbringen können. Vielleicht ein bisschen mehr Bodycream oder so, ein bisschen mehr Deo, ein bisschen mehr halt. Und nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wenn man diese Kombiprodukte auch mit dazu zählt, ne? 8 Duschgel-Produkte. Bisschen viel, ne? Das ist schon ein Drittel des Adventskalenders, Leute. Wow. Trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass wenn ein Mann diesen Adventskalender auspackt, er den schön findet, sofern er ein pflegeaffiner Mensch ist, ne? Auch ein bisschen Parfüm mit dabei, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, aber halt nicht allzu spezielle Produkte. Schwierig. Also ich finde, er ist schon das Geld wert, ja, aber wenn ich wüsste, dass das hier drin ist, würde ich den nicht für meinen Mann kaufen, weil ich das einfach zu unspektakulär finden würde, ne? Ja, ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Parfüm Dreams Men Adventskalender, den ich letztes Jahr deutlich besser fand. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!